Das war der beschauliche Teil unserer Reise über den Frankfurter Flughafen. Sie sind immer noch beim Thementag Expedition Airport. So viel zum Thema Tiere. Nun wollen wir über die Feuerwehr sprechen. 318 Menschen arbeiten hier an insgesamt 4 Feuerwachen. Wir können mal von oben drauf gucken. An jeder Start- und Landebahn ist eine Wache. Und die Zentrale, die Feuerwache Nummer 2, da sind wir jetzt. Die ist direkt vor den Passagierterminals. Und hier steht alles bereit für den Fall, dass es gleich einen Alarm gibt. Daran sehen Sie schon, es muss schnell gehen und es muss oft schnell gehen. 5.500 Einsätze hat die Feuerwehr hier im Jahr. Harald Trümbler ist bei uns Einsatzleiter hier. Vielen Dank, dass wir Sie hallo hier besuchen dürfen. Wie lief der Tag bis jetzt, kurz nach 6? Naja, bis jetzt hatten wir so 4 bis 5 Einsätze. Allerdings normale Dinge, eben Gebäudebrandschutz, Brandmeldeanlagen und Ähnliches. Nichts Größeres. Noch keine Flugzeugnotfälle. Sehr gut. Hier haben wir jetzt ein ganz neues Gerät und es steht drauf GFLF100. Hört sich an wie so eine moderne Handyabkürzung. Grüße für, keine Ahnung. Also wofür steht's? GFLF bedeutet Großflugfeld-Löschfahrzeug. Die Zahlenkürzel hinten dran, 100, bedeutet, ich kann mit der Pumpe dieses Fahrzeugs 10.000 Liter pro Minute fördern. 125 bedeutet, ich habe 12.500 Liter Wasser verfügbar in diesem Fahrzeug, in einem Tank. Die 8 hinten dran, das sind 800 Liter Schaumittel zur Erzeugung von Löschschaum, weil wir eben bei den Flugzeugen mit viel Kerosin, also sprich Kohlenwasserstoffen, rechnen müssen, beziehungsweise wir müssen eben diese Kohlenwasserstoffe ablöschen. Das geht nur mit Wasser alleine nicht, sondern wir brauchen Schaum. Und hinten drauf haben wir noch die 5P, das bedeutet 500 Kilogramm Pulver. Löschpulver ist ebenfalls noch in dem Fahrzeug verlastet. Also da passt eine Menge rein. Dürfen wir uns das mal angucken von innen, wie Sie das Ding dann hier steuern? Also hier sieht sehr bunt aus, fast so ein bisschen passt zum Flughafen wie so ein Cockpit. Und hier dann mit verschiedenen Schaltern, also was Sie gerade erzählt haben, schnell Wasser, schnell Schaum, schnell Pulver. Und hier ist noch spannend, Selbstschutz. Klingt nach James Bond. Wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, würde es den Kollegen da vorne wegwehen? Oder? Nein, den weht es nicht weg, aber er wird wahrscheinlich nasse Füße bekommen. Unter dem Fahrzeug sind sogenannte Selbstschutzdüsen angebracht. Das heißt, wir können auch unter das Fahrzeug Löschmittel ausbringen, Wasser, Schaumittelgemisch, um uns selbst eben zu schützen, wenn wir in eine Treibstofflare oder in die Nähe einer Treibstofflare fahren müssten. Das vorne sieht es schon für sich selbst. Schaumittel aus auf dem Treibstoff und somit haben wir die Gefahr gebannt, dass da ein Feuer entsteht direkt am Fahrzeug. Apropos Schaum, wir begleiten Sie noch länger, haben einen Film mit Ihnen und der Feuerwehr gemacht, den wir gleich zeigen werden über das Leben und die Einsätze hier am Flughafen. Und der Film beginnt gleich mit einer Notlandung. Und was mich gewundert hat, Sie haben keinen Schaumteppich ausgebracht. Macht man das nicht mehr? Nee, das macht man nicht mehr. Zumindest hier in Frankfurt wird das schon mindestens seit 15 Jahren nicht mehr gemacht. Der Schaum hat zwar Vorteile, hat aber auch sehr viele Nachteile. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Schaumteppich ausbringe, das Flugzeug geht auf dem Schaumteppich nieder, können durchaus Wrackteile sich in dem Schaumteppich dann eben verbergen. Wir fahren mit unseren Fahrzeugen hinterher und beschädigen oder zerstören sogar das Fahrzeug. Wir erreichen die Einsatzstelle nicht mehr. Also das ist schon mal ein großer Nachteil. Und ein weiterer Nachteil ist natürlich der Umweltschutz, ganz klar. Schaumittel ist dem Grundwasser nicht wirklich zuträglich. Ihr Einsatzgebiet ist so groß wie etwa 4.000 Fußballfelder. Das ist die Fläche, die dieser Frankfurter Flughafen hier belegt. Kommen Sie überall an Wasser dran hier eigentlich? Jein, also zumindest was die Straßen, die Fahrstraßen und Ähnliches anbelangt, da haben wir schon Hydranten. Aber ansonsten mit unseren Flugfeldlöschfahrzeugen, und da geht es ja da draußen um die Stadt- und Landebahnsystem, da benötigen wir eigentlich keine Hydranten, weil wir führen ja, wie gesagt, 12.500 Liter Wasser mit, was übrigens in knapp 2,5 Minuten dann entleert ist. Und es reicht aber dann, um zu löschen meist? Ja, das reicht unter Umständen, aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eben mehr als 200 bzw. 300% der geforderten Löschmittelmenge hier vor Ort haben, weil wir eben mehrere Feuerwachen mit sogenannten ICAO-Löschzügen, also Löschzüge für die Flugzeugbrandbekämpfung haben. Und wie lange dauert es von hier, um zu jedem Punkt zu kommen, den man erreichen muss? Also die internationalen Vorschriften sagen ganz klar, dass wir innerhalb von 180 Sekunden jede Stelle des Start- und Landebahnsystems, eigentlich heißt es Active Runway, aber für uns hier in Frankfurt bedeutet es eigentlich Movement Area. Das heißt, jede Stelle, auf der sich Flugzeuge bewegen, müssen wir innerhalb von 3 Minuten, also 180 Sekunden, erreichen können. Und das schaffen wir auch mit den Fahrzeugen. Das ist wohl einer der Gründe dafür, dass es hier auch in Frankfurt noch nie zu einem größeren Unfall gekommen ist.
Toi, toi, toi. Aber jeder von uns hat wohl noch Bilder im Kopf hier von einem Unfall in Überlingen im Süden Deutschlands am Bodensee, wo eine Frachtmaschine mit einer Passagiermaschine kollidiert ist. Es gibt dazu einen Spielfilm, fast schon mit dokumentarischen Elementen preisgekrönt, zeigen wir um 20.15 Uhr für Sie. Flug in die Nacht, das Unglück von Überlingen heißt er. Jetzt aber bleiben wir bei der Flughafenfeuerwehr hier in Frankfurt. Ein Film über die Kollegen von Harald Rümbler und er spielt natürlich auch mit und es geht sofort auch richtig los. Großeinsatz für die Flughafenfeuerwehr Frankfurt. Ein Passagierflugzeug mit mehr als 100 Menschen an Bord hat Probleme, so der Notruf. Notlandung auf der Landebahn 25 rechts. Die Maschine ist bereits im Anflug. Feuerwehr, Polizei, Notärzte, alle Retter am größten deutschen Airport sind alarmiert. Die Boeing hat Schwierigkeiten mit den Tragflächen. Im schlimmsten Fall gibt es hier gleich eine Bruchlandung. Erste Informationen kommen vom Tower. 112. Harald Trümpler ist Einsatzleiter bei der größten Werkfeuerwehr Europas. Also, wir haben jetzt einen sogenannten Local Standby. Das heißt, eine angekündigte Notlage, eine Luftnotlage eines Flugzeugs. Das ist eine 737, die haben ein Problem mit Vereisung. Und deshalb kommen sie zurück hierher zum Flughafen Frankfurt. Die Maschine ist erst vor wenigen Minuten in Frankfurt gestartet. Plötzlich leuchteten die Warnlampen im Cockpit. Wir sind jetzt in der sogenannten Standby-Position vor der Feuerwache 2. Und draußen sieht man den zweiten Löschzug, den ICAO-Löschzug. Wir fahren jetzt da draußen im Start- und Landebahnsystem auf eine weitere Standby-Position und warten dann da die Landung des Flugzeugs. Da kommt sie, die 737. 112 Passagiere. Eigentlich sieht alles ganz normal aus. Ja, das lief gut. Harald Trümpler ist erleichtert. Die Feuerwehr lässt die Maschine aber nicht aus den Augen, bis zur Parkposition. Zur Sicherheit. Es kann eine gefährliche Situation sein für das Flugzeug, gerade in größerer Höhe, beziehungsweise beim Start und bei der Landung, wenn man so Wolkenschichten, feuchte Luftmassen durchquert und die Enteisung der Tragflächen nicht funktioniert. Da kann sich Eis an die Tragflächen und an die Ruder ansetzen und das kann zu einer gefährlichen Situation führen. Keine Maßnahmen von uns. Wir stimmen uns noch mit der Technik ab und lösen dann auf. Alles nochmal gut gegangen. Not- bzw. Sicherheitslandungen wie diese gehören zum Alltag am Frankfurter Flughafen. Zwei pro Woche sind normal. Es trifft zwar selten die Lufthansa, aber vor technischen Defekten kann sich keine Airline schützen. Der Pilot hat richtig reagiert. Kein Risiko, keine Gefahr für die Passagiere. Beim kleinsten Problem lieber sofort landen. Da ist die Lufthansa schon sehr streng und konsequent, sagen die Retter. Die Passagiere steigen um in eine Ersatzmaschine. Der Löschzug rückt ab. Für Harald Trümpler aber geht's weiter. Schon wieder ein Notruf. Er hat jetzt bei dem technischen Einsatz. Beim technischen Einsatzleiter nachgefragt, ob wir frei wären für einen weiteren Einsatz. Das hat er bejaht und jetzt kriegen wir einen neuen Auftrag. Der dritte Einsatz heute, innerhalb einer Stunde. 04, der erste Zug, rückt ab zum Melder. 04, verstanden. Circa 5500 Einsätze pro Jahr fahren die Retter vom Flughafen und damit mehr als manche Berufsfeuerwehr in einer Großstadt. Brennende Flugzeugreifen oder Bremsen,
Vom Feuer im Triebwerk bis hin zum Bürobrand. Fahren wir so, wie wir gesagt haben. Gefahrgut und Verkehrsunfälle. Kein Tag ohne Alarm. Rechts ist gut. Weißt du was? Du fährst über den Maik rein und über das Vorfeld von der Halle. Da sind wir schneller. Feuer im Terminal 1, Passagierbereich. Mehrere Brandmelder haben ausgelöst. So, dann wollen wir mal. Trümpler vermutet aber einen Fehlalarm. Wie so oft, täglich. Im Schnitt 10-mal. Es gibt ja auch 50.000 Brandmelder hier am Flughafen. Doch Trümplers Nase, sensibel wie ein Brandmelder, signalisiert, kein Fehlalarm. Hier brennt's wohl wirklich. Riechst du, was ich rieche? Ich guck mir die Geräte noch mal an, hier vorne. Und die Mülleimer guck ich mir noch mal an. Klaus, machst du mal Mülleimer auf und guckst mal da rein. Nimm den mal auseinander. Weil der Geruch ist speziell hier vorne. Auch wenn die Männer sehr gelassen wirken, sie müssen hochkonzentriert sein. Eine Katastrophe wie in Düsseldorf beim Flughafenbrand 1996 mit 17 Toten will hier keiner riskieren. Da kommen wir lieber umsonst als zu spät, sagen sie, und entdecken Merkwürdiges. Wo? Da auch. Es qualmt aus der Decke. Das ist Staub. Wo kommt der aber her? Und warum riecht es hier so verkokelt? Hier riecht es ja ganz stark. Ja, das ist Staub. Kommt der Geruch etwa von oben? Okay. Das müssen wir uns mal angucken. Daher weht der Wind. Suchen wir uns mal ein Weg raus aufs Dach. Teerarbeiten auf dem Dach. Servus. Kohle. Was ist der Verantwortliche von euch? Zugführer Harald Trümpler will die Baugenehmigung sehen. Die braucht man hier am Flughafen. Wir haben hier ohne halt ein bisschen Staub und ein bisschen Geruchseintrag hier ins Terminal rein. Es ist so, dass es unter der Lampe richtige Wolke gibt und die Leute natürlich ein bisschen verschreckt sind. Ne? Nur wer Deutsch versteht, darf hier arbeiten. Und wer den Brandschutz nicht beachtet, muss zahlen. 1.200 Euro, so die Sicherheitsbestimmung. Unten in Bereitschaft, Kollege Andreas Kleinschmidt. Ja, also ich warte auf die Funkgespräche, die der Zugführer mir übermittelt. Und die fixiere ich dann handschriftlich auf diesem Gesprächsnachweis und übermittle den dann auch an die Sicherheitsleitstelle. Und da bei denen wird dann auch nochmal in einem Computer extra hinterlegt, welche Rückmeldung und welche Lage wir vor Ort da vorgefunden haben. Und gegebenenfalls kann ich auch nochmal Kräfte nachalarmieren. Weitere Kräfte sind hier nicht mehr nötig. Harald Trümpler hat die Baugenehmigung gesehen. So. Okay. Die Arbeiter ermahnt und die haben versprochen, besser aufzupassen. Zurück zur Wache. Jeder, der am Flughafen Auto fahren will, braucht einen Sonderführerschein. Bei 1400 Starts und Landungen täglich herrscht Dauerhektik auf dem Vorfeld. Ich finde es schwieriger, wie in einer Großstadt zu fahren, weil da hat man einigermaßen geregelte Verhältnisse. Man hat eine gerade Straße mit Ampeln und so, wo das alles einigermaßen geregelt ist. Hier zwar auch, aber dadurch, dass man keine scharfen Abgrenzungen hat, sondern nur Bodenmarkierungen, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Abenteuer Flughafen. Das ist es, was der studierte Ingenieur Harald Trümpler an seinem Job liebt. Hauptsächlich die Abwechslung. Es ist, also kein Tag ist wie der andere. Wir haben immer wieder neue Situationen, auf die wir uns einstellen müssen. Wir müssen schnell reagieren auf Situationen, die für andere nicht mehr beherrschbar sind. Wir haben viel mit dem Luftverkehr zu tun, was auch an sich eine sehr faszinierende Welt ist. Wenn man da ein bisschen mehr in die Technik einsteigt, ist das an sich für mich schon faszinierend. Trümplers Kollegen sind auf der Vorfeldposition 118. Eine Pfütze Öl ist noch übrig geblieben, der Verursacher schon davongeflogen. Mit Granulat aufsaugen, den Rest mit Bindemittel auflösen. Rund 800 Mal im Jahr. Die große Katastrophe, ein Flugzeugunglück, das kann jeden Tag passieren. Doch genau das wollen sie verhindern. Sie haben Respekt vor ihrer Arbeit und der Gefahr. Wenn ich jetzt auf diese Art und Weise da herangehen würde an diesen Job,
dann lähmt man sich ja selbst. Weil man muss immer wieder für solche Situationen muss man auch einfach den Kopf frei haben. Weil ich muss schnell reagieren, ich muss einfach auf Situationen reagieren und wenn ich mir schon vorher eine gewisse Angst einrede, kann ich das nicht mehr. Was ist das? Arbeit für uns. Notabfrageneinsatz 6483, bin dran, Bahnhofsgleis 5, Zugunfall, Person von Zug angefahren. 6483, Person von Zug angefahren, Gleis 5, Bahnhofsgleis Flughafen. Zugunfall, Verletzte. Mehr wissen die Männer noch nicht. War ein Flughafen von 6110. Die Flughafenfeuerwehr ist auch außerhalb des Airports zuständig. Der ICE-Fernbahnhof gehört dazu. Laut Info, Notfallleitstelle Bahn, Zugverkehr komplett eingestellt im Bereich des Fernbahnhofs. Harald Trümpler will schnell zum Unfall. Pass auf, die geht runter. Doch die Sicherheitsregeln des Flughafens stoppen erstmal die Retter. Dienstausweis einlesen, ist noch alles gültig, haben sie freie Fahrt. Da ist selbst eine Feuerwehr im Einsatz, auch beim Rausfahren, keine Ausnahme. So ist das eben mit den internationalen Bestimmungen. Sie nerven in so einem Moment, sagt Harald Trümpler. Sicherheit, Terrorgefahr, hin oder her, hier geht es um Menschenleben. 4 Minuten später, Ankunft ICE-Fernbahnhof. Ja, und das Einfachste ist, wir gehen hier über die Treppe runter wahrscheinlich aufs Gleis. Pro Woche stirbt am Flughafen ein Mensch. Bauarbeiter, Unfälle, Herzinfarkte. Wer hier arbeitet, braucht starke Nerven, sagt der studierte Ingenieur. Und der A-Team, das A-Team, haben die einen Rettungsrucksack? Richtig so. So, gleich da. Sehr gut. Gleis 5 im Fernbahnhof. Noch ist die Lage unklar, was hier passiert ist so. Und wo. Hallo. Stückchen weiter. Okay. Vorsicht, bitte. Ein Mann liegt auf dem Boden. Notärzte kämpfen um sein Leben. Braucht ihr Unterstützung? In der Leitstelle nachfragen. Ja. Ein RS, wenn ihr noch hättet, wäre ganz gut. Klar. Und, A-Team. Und dann noch mal nachfragen auf der Leitstelle, ob wir noch einen zweiten RTW bekommen können. Okay. Ja? Doktor, habt ihr dabei? Ist ich, ja. Okay. Die Männer der Feuerwehr sind auch ausgebildete Sanitäter. Trümpler übernimmt die Leitung des Einsatzes. 110 Melder von 110. Melder. Frag mal bei der Leitstelle nach, wir brauchen noch einen zweiten RTW. Der Verunglückte bückte sich nach seinem Koffer, als der Zug einfuhr. Der 27-Jährige stand zu nah an der Bahnsteigkante. Der Aufschlag mit dem Kopf war heftig. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Mann kam aus dem Urlaub, hatte wohl Kopfhörer auf und bemerkte den Zug nicht. Nee, aber er ist hierher geschleudert worden, oder? So wie es hier aussieht. Harald Trümpler verfolgt die Spuren des Unfalls. Der junge Mann muss wohl 40 Meter durch die Luft geflogen sein. Okay. Schön ist anders. Ein Wunder, dass nicht noch mehr Menschen verletzt wurden. So. Okay. Okay. So, auf dann. Achtung. Geh mit. Das ist auch noch unsere. Ja, ist okay. Fahr nur mit. Wir machen das. Wir kümmern. Solche Einsätze lassen selbst harte Retter nicht kalt. Tragisch und traurig. Aber Mitleid hilft diesem Menschen nicht, sagt Harald Trümpler. Gefühle müssen wir im Einsatz ausschalten. Genau, hier steht einfach der Patient und die Arbeit im Vordergrund. Ich habe es ja schon ausgeführt, es ist keine Zeit, um über andere Dinge nachzudenken. Es geht darum, ein Leben zu retten. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann tun wir das auch. Und über diese Geschichte sich Gedanken machen, können wir dann später immer noch. So, Männer. Notfallmanager Bahn ist auch da, sehe ich. Den habe ich jetzt unten gar nicht gesehen. Nach solchen Erlebnissen ist der zweifache Familienvater nachdenklich. Nur kurz nicht aufgepasst, schon ist alles vorbei. Das wird ihm und seinem Kollegen Jochen Oberle immer wieder bewusst. Okay. Gut, abrücken. Ciao. Tschüss. Wie geht's dem Lokführer? Der Lokführer geht soweit gut. Ich habe kurz mit ihm gesprochen. Seine Ablösung ist schon auf dem Weg und er wird dann von Bahnseite aus betreut. Die Bundespolizei ermittelt jetzt die genaue Unfallursache. Der ICE fährt mit 2 Stunden Verspätung weiter. Ich muss jetzt mal das Funkgerät ein bisschen leiser, Dennis. Die Retter versuchen abzuschalten. Ich gehe wieder leer aus. Danke. 110, melde 110.
Sie reden oft über ihre Einsätze. Dennoch, solche Unfälle müssen die Männer verdrängen. Sonst gehen sie seelisch kaputt. Und wer Hilfe braucht, kann zu den Psychologen am Flughafen. Sie sind für alle Retter und Sorgen bereit. Der Verunglückte wird überleben, erfährt Harald Trümpler per Funk. Aber er bleibt für immer ein Pflegefall. Die Kopfverletzungen sind zu schlimm. Vorbei am Feuerwehr-Trainingscenter, zurück zur Wache. Endlich, nach 2 Stunden und 4 Einsätzen hintereinander. Eine Flughafenfeuerwehr im Dauerstress. Ist das immer so? Ja, es gibt Tage an denen oder Wochen, in denen es sehr oft so ist wie heute. Und es gibt auch wieder zwischendrin Tage, an denen es sehr ruhig ist. Einsatzprotokolle schreiben, essen, trinken, kurz ausruhen. Das ist es, was die Männer der Wache 1 jetzt vorhaben. Ja, habe ich verstanden. Alles klar, bis dann. Ciao. So, wir befinden uns im Moment auf der Feuerwache 1. In diesem Bereich, Gebäude 694. Wir haben noch eine weitere Feuerwache, respektive 2. Die Feuerwache 2 ist hier drüben, vor dem Terminal 1, im Vorfeldbereich. Und die Feuerwache 3 befindet sich ganz hier unten, im Süden. Das ist Bereich Startbahn 18 West. Unser Einsatzbereich ist ganz klar der Flughafen, ca. 19 Quadratkilometer Fläche. Und zusätzlich zu dem Bereich des Flughafens mit der Fracht, den Terminals, den Flugzeugabstellpositionen kommen wir oder fahren wir auch noch auf Anforderung in der nachbarschaftlichen Hilfe, so wie man das nennt, auf die Autobahn, auf die A5 und auf die A3 sowie die angrenzenden Bundesstraßen. So wie vorhin beim Einsatz am Bahnhof. Zugführer 1, drunter. Kollegen sind am Telefon. Sie sind in Mannheim. Dort bergen sie eine Passagiermaschine schon die ganze Nacht. Der Flieger vom Typ DO328 ist am frühen Abend mit 26 Passagieren an Bord am Flughafen Mannheim über die Landebahn geschossen und in einen Schutzwall geprallt. 4 Leichtverletzte. Den Fluggästen steckt der Schreck noch in den Knochen. Ich habe vorne gesessen und habe gesehen, wie das Kerosin da rausgespritzt ist und es hat halt gedampft und ist halt auch ein bisschen Panik ausgebrochen. Es sind halt die Motoren noch gelaufen und bevor die Motoren nicht gestoppt sind, gibt es wenig Sinn, vorne auszusteigen. Und irgendwann ist hinten dann aufgemacht worden und dann sind die Leute hinten ausgestiegen. Gegen Mitternacht sind die Frankfurter Spezialisten der Flughafenfeuerwehr in Mannheim. Sie sollen die Propellermaschine aus dem Dreck ziehen und wieder aufstellen. Wenn ein Flugzeug eine Bruchlandung hinlegt, irgendwo auf dieser Welt, werden die Bergungsexperten oft um Hilfe gerufen. Auch mit der NATO hat die Flughafenfeuerwehr ein Abkommen. Verunglückt eine ihrer Maschinen, rücken die Hessen an. Zunächst wird der Schaden begutachtet. 35.000 Euro soll die Bergung kosten. Die Flughafenfeuerwehr finanziert sich unter anderem mit solchen Aufträgen. Bei Sonnenaufgang beginnt das Team. Mit dabei Tobias Demmler. Wie hebt man jetzt am besten so ein Flugzeug? Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, ein Luftfahrzeug anzuheben. Und das müssen wir jetzt eben erstmal rausfinden. Wie jetzt auch bei der DO328 haben wir jetzt uns das alles angeschaut und haben uns jetzt also für eine Bergung mittels Kränen entschieden. Doch es gibt Probleme. Der Unfall ist schlimmer als vermutet. Die DO328 droht auseinanderzubrechen. Das wird hier noch Stunden dauern. Zurück am Flughafen Frankfurt. Jeden Tag testen die Männer die sogenannten Simbas. Korrekt heißen sie Großflughafen-Löschfahrzeuge. In der Fabelwelt ist der Simba der König unter den Tieren. So ist dieser 46-Tonnen-Koloss der König unter den Löschfahrzeugen. Kostet schlappe 1,9 Millionen Euro. 5 davon stehen in Frankfurt. Der Löschoperator bedient die Kanonen. Die einzelnen Sprühbilder können wir einstellen, von ganz breit gefächert bis zum Vollstrahl. Wir haben hier 12.500 Liter Wasser an Bord. Dann haben wir 1.500 Liter Schaumittel und 500 Kilogramm Pulver. Das bei einer Pumpenleistung von 6.000 Liter pro Minute. Und da sind wir nach gut 2 Minuten
Zimmer leer. Die Stahlgiganten können einfach alles, auch durchs Feuer fahren. Sprühventile an allen Seiten schützen Mann und Simba. Zurück in der Wache 1. Holger Klein ist Brandmeister vom Dienst. So, Martin, und du gehst dann wieder auf dein AB-Gas und dann haben wir erstmal für die, was alles getauscht war, alte Positionen. 200 Mitarbeiter hat die Flughafenfeuerwehr. Auf den Wachen arbeiten nur Männer. Also im Gesamte auf allen drei Feuerwachen brauchen wir 50 Mann im Dienst, um alle Funktionen zu besetzen. Und hier auf der Feuerwache 1 benötigen wir 22 Funktionen. Und wenn Leute fehlen, krank sind oder im Urlaub? Ja, dann müsste, ich sag mal übertrieben gesagt, wenn es den Flugzeugbrandschutz betreffen würde, der Flugverkehr eingestellt werden. Aber da das natürlich nicht passiert, werden die Leute dann aus der Freizeit geholt und werden ja zum Dienst verpflichtet. Im Klartext heißt das, ist die Feuerwehr nicht ausreichend besetzt, erlischt die Betriebserlaubnis für den Flughafen. So lauten die internationalen Gesetze. So, hier in den Bereichen, im Ostbereich und im Westbereich, hier drüben, haben wir unsere Ruheräume, wo wir uns dann auch zur Nachtruhe begeben können. Weil es heißt extra Ruheräume, weil ein Feuerwehrmann schläft nicht, der ruht nur. Weil auch nachts haben wir die Einsatzzeit und Ausrückezeit von einer Minute einzuhalten. In jedem Raum sind zwei Betten, die teilen wir uns jeweils mit der anderen Wachabteilung. Praktisch der, der nach Hause geht, zieht ab und wir ziehen dann wieder. Da hängt man außen an die Tür sein Magnetschildchen, dann weiß man auch, wer wo liegt, dass man zur Not auch einen wecken kann. Und bevor es nachts gonkt, geht vorher das Licht an. Ist das eigentlich ziemlich anstrengend, immer so unruhig zu schlafen? Ja, deswegen kann man auch sagen, Feuerwehrmann ruht eher, weil richtiges Schlafen ist das nicht, weil man hat immer ein Auge auf 7:30. Und bei den meisten Kollegen ist es auch so, wenn das Licht angeht, nur das Knacken der Leuchtstoffröhren, hat man schon die Füße vom Bett. Und bis es gongt, hat man schon die Hose oben und geht Richtung Fahrzeughalle. Das Kantinenessen mögen sie nicht. Da kochen sie lieber selbst. Macht Spaß und unterstützt die Moral der Truppe. Das einzige Feuer, das sie tolerieren, ist das im Grill auf Wache 1. Heute wird gefeiert im selbstgebauten Garten. Ein Kollege schmeißt eine Runde. Zugführer Jochen Oberle ist Vater geworden. Wie viele Kinder haben Sie denn bekommen? Zwei. Zwillinge, zwei Mädels, ganz süß. Die Anna und die Sarah. Anna und Sarah zu Ehren gibt es Wurst und Steaks. Geregelte Essenszeiten haben sie nicht. Die Einsätze diktieren ihren Alltag. Diese Sirene bedeutet, ein Flugzeug ist in akuter Gefahr. Die Wache liegt im Süden, die Retter müssen aber ganz in den Norden. Details kommen per Funk. Flughafen Alarmierung Alpha 38. Am Abfahrweg links 737 der Rauchentwicklung. Es fährt aus, alles. Rauchentwicklung am Fahrwerk eines Flugzeugs und die Rampenkontrolle hat den Crashhorn-Alarm ausgelöst. Das Crashhorn ist die höchste Alarmstufe am Airport von insgesamt 3. Wir bleiben bei der Notfallstufe A1. Pass auf den Schub von der. Der Schub dieser Maschine könnte die Einsatzwagen wegblasen. Deshalb Abstand halten, auch zu diesem Flieger. Mit Blaulicht über den Flughafen nicht ungefährlich. Ankunft am Gate A38, 3 Minuten nach dem Notruf. Die Reifen der bereits geräumten Maschine qualmen. Sie liegen gleich unter dem Tank mit tausenden Litern Kerosin. Die Retter haben die Lage schnell im Griff. Also an dem Flugzeug ist jetzt diese Rauchentwicklung am Fahrwerk. Ist deshalb, weil ein Hydraulikschlauch defekt ist an diesem Flugzeug. Und wir kontrollieren jetzt die Rollwege nochmal, ob wir das Öl finden bzw. die Stelle finden, an der der Schlauch geplatzt ist. Der Schlauch platzte bei der Landung. Das ausgelaufene Hydrauliköl ist wie Schmierseife auf der Fahrbahn. Eine Gefahr für Autos und Flugzeuge. Deshalb muss Trümpler jetzt nach diesen Ölpfützen suchen. Hier ist er, die Spur. Hier. Links von dir. Nein, das da.
Das ist, hier ist die Tröpfelspur, hier drüben auf meiner Seite. Weiter rechts. Am Einsatzort wird mit Spezialmitteln gereinigt. Für die Fahrbahnen außerhalb gibt Harald Trümpler Entwarnung. Die Tröpfchen hier draußen ist minimal. Okay. Hier sieht man es auf dem Beton ganz gut. Draußen auf dem Asphalt, wir sind im November hochgefahren. Kannst du vergessen, das ist so wenig. Die kleinen Ölflecken auf der Fahrbahn werden verdunsten. Reifen und Bremsen sind noch sehr heiß. 60 Grad zeigen die Messgeräte. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Es besteht jetzt nicht die Gefahr, dass da spontan ein Brand entsteht. Ausschließen kann man es natürlich nie. Deshalb wird auch dieser Aufwand betrieben mit den Großfahrzeugen. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Temperatur so niedrig ist, dass zwar Dampf oder Rauch entsteht, aber kein Feuer. Techniker kontrollieren den Schaden. Die höchste Alarmstufe ist für Harald Trümpler, auch nach so vielen Jahren am Flughafen, Adrenalin pur. Also man gewöhnt sich ja an gewisse Dinge, aber es gibt eben auch Sachen, da tritt keine echte Gewöhnung ein. Und solche Dinge sind immer, wie sagen wir so schön, wir altern in dem Moment mindestens um 1 bis 2 Jahre. Nach 2 Stunden können die Retter abrücken. Keine Gefahr mehr, nur die Techniker bleiben. Wenn ich zu viel Durchschuss hat, dann macht die zu. Okay. Deswegen bewegen Sie jetzt nicht also mehr, weil die das Paket ist drin. Die Bremse wird kaputt sein, ja. Okay, alles klar. Dann können wir abfahren. Gut. Dankeschön. Wir können los, ja. Wir können los. Ist das jetzt in Achtung, oder? Nein, nein, das ist kaputt. Die Bremse hat einen Fehler und das wird, müssen wir jetzt bearbeiten, beheben und dann ist es wieder in Ordnung. Das dauert halt eine gewisse Zeit. Wie lange denn? Ja, das weiß ich nicht. Müssen wir das Rad abbauen, die Bremse abbauen. Naja, 2-3 Stunden schätze ich mal. Wir müssen ein bisschen sauber machen. Vielen Dank. Bitteschön. Solche Einsätze sind selten. 2 bis 3 Mal pro Woche bei 1400 Starts und Landungen täglich. Das ist okay, sagt die Feuerwehr. Zur gleichen Zeit hinter der Feuerwache. Dieser Falke ist tot. Den Jumbo nach Australien hat er nicht gesehen. Passiert. Ja, relativ häufig, so circa 3 Mal am Tag, dass da Vögel direkt in den Anflug geraten und dann beim Aufsetzen leider dann getroffen werden. Ja. Und was machen Sie dann mit den Vögeln? Warum kommen die dann immer hierher? Die werden hier bei uns eingelagert erstmal in der Gefriertruhe, dass die eben nicht anfangen zu stinken und zu müffeln und werden dann vom Abdecker abgeholt. Ihr kennt aber die Gefriertruhe, kennt ihr, ne? Nee, wir waren jetzt noch gar nicht hier. Ist bei uns auch neu. Auch der Falke landet jetzt in der Gefriertruhe. Wie schon vor ihm auch ein Hase, 2 Füchse und ein Reh. Die meisten toten Tiere hier sind aber Vögel. 2 bis 3 Mal in der Woche kommt der Abdecker und leert die provisorische Leichenhalle. Ja, genau. Ich sehe es gerade. Das ist ja sogar schon neu. In den Sack packen, einen Zettel ausfüllen. Okay, und da sind schon ein paar drin. Ne? Ein paar ist gut. Muss wieder geleert werden. Ja. Die Kollegen von der Vorfeldkontrolle bringen schon den nächsten Patienten. Er lebt noch. Wo hast du denn die gefunden? Auf der Alpha 24, auf der Rollbahn. Okay. Ja, müssen wir einen Schatten tun in die Halle. Den Zusammenprall mit Flug 407 nach Hamburg haben bisher die wenigsten überlebt. Der Vogel ist erstmal bedient. Tierrettung. Auch dafür sind die Männer der Flughafenfeuerwehr zuständig. Den kleinen Federfreund holt gleich der Flughafenförster ab. Er wird den Vogel zum Tierarzt bringen. Mittagessen. Zweiter Versuch. Die Steaks müssen schon wieder warten. Einsatz. In 2,5 Minuten müssen die Retter jede Ecke des Flughafens erreichen. Sonst erlischt auch die Betriebserlaubnis für den Airport. Die internationalen Vorschriften eben. Diesmal ist es ein Gefahrguteinsatz auf dem Vorfeld. Ja. 25 Kilo wiegt die Ausrüstung. Bei Gefahrgutunfällen Pflicht. Nur wer sportlich fit ist, darf bei der Flughafenfeuerwehr ran. Wenn Sie so hören, so ein Einsatz mit Gift, kriegt man da nicht ein bisschen Angst? Ja, hat man schon. Ein bisschen komisch gefühlt schon, ja, das stimmt, ja. Aus dem Karton läuft eine zähe Flüssigkeit. Gefahrgut steht drauf, mehr nicht. Also wir müssen aufpassen, sehr vorsichtig sein und öffnen und gucken, was los ist. Ne? Wir gehen mal Schlick in Deckung. Alles klar?
Ebola-Viren im Kühlbehälter, ausgelaufene Säuren, Bakterien, Radioaktivität. Fast die ganze Palette an gefährlichen Stoffen haben sie schon erlebt. Ohne Atemschutz bist du schon tot und weißt es noch nicht, sagen die Männer unter der Maske. Manche Gifte kann man nicht riechen oder schmecken. Am Flughafen Frankfurt ist alles möglich. Hier kommt die Welt zusammen, auch der giftige Teil. In diesem Fall hilft nur eins: öffnen. Verfaultes Obst. Der Karton sollte nach Paris. Gucken, dass da irgendeiner was transportiert hat, ne? Ja, schippt da aus. Also das sieht aus wie Südfrüchte, ne? Es riecht auch sehr vergoren. Wir müssen jetzt aufpassen, dass da irgendeiner versucht hat, Rauschgift oder irgendwas zu transportieren. Also wir gucken jetzt genau nach, was da noch drin sein könnte, ne? Rauschgift im verfaulten Obst, damit die Hunde vom Zoll es nicht riechen. Hatten sie auch schon, erzählen sie. Das sind Dinge, die wir immer wieder erleben. Im Gepäck zum Beispiel verdorbener Fisch oder ähnliches, das haben wir alles schon erlebt. 250 Gefahrguteinsätze pro Jahr, Tendenz steigend. Dieser Fall endet im Mülleimer, ohne Rauschgift. In Mannheim geht die Flugzeugbergung dem Ende entgegen. Das ist wohl der letzte Flug der Do-328 am Kranseil. Die Maschine, Totalschaden. Der Motor, Schrott. Und auf die Reifen, naja, kommt es jetzt auch nicht mehr an. Die Experten der Frankfurter Flughafenfeuerwehr montieren ein Ersatzfahrgestell. So kann die Maschine in den Hangar gezogen werden. Für das Bergungsteam ist der Auftrag gleich erfolgreich beendet. Die Kollegen in Frankfurt werden informiert. In 30 Minuten sind wir hier fertig und kommen zurück. Das Luftfahrtbundesamt kümmert sich jetzt um die Unfallursache. Den Schaden von 10 Millionen Euro inklusive Bergung übernimmt die Versicherung der Fluggesellschaft. Kam das an, Danny? Ja, für den Winter und Merck Brandschutzkleidung sichten für die Ware 2. Genau, die Jungs sind nass, die haben geduscht. Zurück am Flughafen Frankfurt. Jawohl. Landunter bei einer Spedition an der Startbahn West. Ein Gabelstapler hat einen Sprinklerkopf abgerissen. Hey! Hier, es ist zwar warm draußen, aber hier drin ist der Pool nicht so richtig gut. Oh, es war ja, ist doch super. Habt ihr doch schon gut gemacht. Es ist tatsächlich nur ein Sprinklerkopf. Da kommt aber noch ganz schön viel Wasser an. Das ist schon wesentlich weniger. Ja, okay. Triefend nass die Kollegen. Sie haben den Schlauch angebracht. Ihr seid die Helden des Tages. 30.000 Liter rostiges Wasser ausgelaufen. Also unsere Jungs haben jetzt hier eben entsprechend, wie man sieht, eine Schlauchleitung da angebracht, direkt an diesem Sprinklerkopf. Und damit fangen sie einfach zum großen Teil das austretende Wasser auf und leiten es nach außen ab, dass es eben nicht im Gebäude bleibt. Die Männer brauchen schnell frische Klamotten. Die kommen mit Blaulicht und Sirene. Aber auch Pumpen, Lappen und Wasserschieber. Auch wenn der Hahn schon längst zugedreht ist, die Sicherheitstanks sind noch voll und müssen erst leerlaufen. Dann ist auch Schluss mit dem Regen in der Lagerhalle. Drama auf der anderen Seite des Flughafens. Feuer in einem Airbus A320. We have a fire on an Airbus A320. Fire between fuselage and engine number 1 and 2. Both turns in operating position. Turn. Go. Rauch, Flammen, die Passagiere in akuter Lebensgefahr. Wir sind bei einer Übung. Bumper turned. Go. Think about insulate and isolate tactics. Stefan Syring ist Ausbilder. Er trainiert Kollegen aus der ganzen Welt, zeigt ihnen das richtige und schnelle Löschen von Flugzeugen. 50%. Heute üben zwei Slowenen. Cool down the fuel spill, cool down. Cool it down, more water. Your operation roof turn was excellent. Stefan Syring ist mit dem ersten Durchlauf zufrieden. Trotzdem, gleich nochmal das Ganze. Zur gleichen Zeit, nur einige Meter entfernt.
An einer der größten Brandsimulationsanlagen der Welt üben weitere Kollegen aus Slowenien. Sie sollen Passagiere aus dem brennenden Flugzeugnachbau retten. Solche Trainingskurse bietet die Flughafenfeuerwehr nicht nur hier in Frankfurt, sondern weltweit. Das Feuer wird mit Gas erzeugt. Überall an der Anlage sind Sensoren gesteuert von einem Computer. Er entscheidet, ob richtig gelöscht wird und wann das Feuer ausgehen kann. Im Flieger ist es eng, das Feuer peitscht aus den Gepäckfächern. Überall Koffer und Puppen, sie wiegen bis zu 80 Kilo. Die Übung soll, ja sie muss so realistisch wie möglich sein, damit die Retter spüren, was im Ernstfall auf sie zukommt. Nach 15 Minuten gehen in der Brandsimulationsanlage die letzten Flammen aus. Alle Passagiere, Puppen, sind gerettet. Das ist ein Knochenjob und für die meisten ausländischen Kollegen eine Erfahrung, die sie so noch nie gemacht haben. Lob vom Ausbilder, übersetzt von einer Dolmetscherin. Ja, der Name Feuerwehrtrainingscenter hat sich etabliert im Laufe der Jahre. Wir haben immer mehr Gäste aus dem internationalen Bereich als auch national. Also die deutschen Flughäfen sind unsere Kunden, als auch Kunden aus Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Doha, Katar, Litauen oder wie hier aus Slowenien. Start Pump Engine. Activate Roof Turret and Bumper Turret. Start. Am Frankfurter Großflughafen müssen über 32.000 Liter Wasser immer einsatzklar und in 3 Minuten am Unfallort sein. Roof Turret Operator, go! Und 11.500 Liter Wasser müssen pro Minute auf ein brennendes Flugzeug gespritzt werden. Garantiert. Sonst, wir ahnen es, erlischt die Betriebserlaubnis. Die internationalen Vorschriften mal wieder. Mit den Simbas aber kein Problem. 5 Löschfahrten macht Ausbilder Stefan Söring mit seinen Schülern heute. And throw it away. Excellent job. Sie sind zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Es ist jetzt die 3. Anfahrt gewesen, die wir durchgeführt haben. Und ich kann durchaus sagen, dass die beiden Männer hier ihre Arbeit beherrschen. Und das Ausbildungsziel ist hier erreicht. Und das Ergebnis wollen die Ausbilder nach jedem Training. Gerüstet zu sein für den Ernstfall, der hoffentlich niemals eintritt. Harald Trümpler ist schon wieder unterwegs, im Terminal 2. Ein Brandmelder schlägt Alarm und geht nicht mehr aus. Eine halbe Stunde geht das jetzt schon so. Bauarbeiter haben den Alarm wohl ausgelöst, durch Staub. Wahrscheinlich beim Schweißen oder Sägen. Die Arbeiter haben sich längst aus dem Staub gemacht. Jetzt sucht Harald Trümpler gemeinsam mit dem Flughafenschutzdienst den Sicherungskasten zum Ausschalten. Doch wo ist er nur? Das sollte er eigentlich sein. Funktioniert aber nicht. 10 Jahre arbeitet Trümpler jetzt hier. Aber so etwas hat er noch nicht erlebt. Wo geht nur dieser nervende Melder aus? Irgendwo muss doch der Sicherungskasten sein. Fast eine Stunde dieses Geheule, das nervt gewaltig. Ist hier der Schalter? So. Hier ist ein Hauptschalter. Also auf dieser Seite ist es stromlos. Da müssen wir jetzt drüben an der anderen Seite am Tor gucken. Da müsste dann auch ein Schalter sein. Fehlanzeige. Weiter geht die Suche. Im Terminal ist es unerträglich. Es ist zum Heulen, auch für die Passagiere. Brandmelder lassen sich nicht so einfach ausschalten. Zu Recht, weiß Harald Trümpler. Aber gar nicht ist doof. Noch ein Raum mit Sicherungskästen. Ist hier der Schalter? Kontrollstelle, so. So, mein Freund. Also, wenn das nicht funktioniert. Sicherung bringt auch nichts. Dann melden wir jetzt einfach mal. Und was ist mit dem Stecker hier rechts? Ja, genau. Ja, der. Na also, geht doch. Applaus aus dem Terminal. Harald Trümpler wirkt leicht irritiert. Aber wieder ein Fall gelöst. Doch hier müssen die Handwerker noch mal ran. Das kann unmöglich so bleiben, sagt der Einsatzleiter. Es wird Nacht am Frankfurter Flughafen.
aber kaum ruhiger. Die Punkte am Himmel, Flugzeuge im Landeanflug. Ja. Mehrere Kilo Steaks und zig Bratwürste später. In der Wache 1 ist Ruhe eingekehrt. Der Magen arbeitet jetzt und das geht am besten vorm Fernseher. Zu Hause bei Christel und Karl Ullmann in Solms. Der andere Teil der Mannschaft schläft. Nicht lange. Wir haben Feuermeldeeinlauf. Feuermelder 2510. Die Leitstelle zwischen Terminal 1 und 2. Hier gehen alle Notrufe am Flughafen ein. Von der Feuerwache 1 der 3139. Es gibt zum Messer 2140, Gebäude 207, Flugzeug BMS. Ich wiederhole, Einsatz für den 6110, 6223 und den 6139. Es geht um Gebäude 207, Flugzeug BMS, Terminal 2140. So, was hat er gesagt? Anfahrt am Kern? Kern 13. 30 Sekunden nach dem Notruf müssen die Retter angezogen und auf dem Weg zum Einsatzort sein. Sonst Schluss mit der Betriebserlaubnis für den Flughafen. Die internationalen Vorschriften kennen wir. Alle 3 Jahre müssen die Männer der Flughafenfeuerwehr zum Gesundheitscheck. Wer den nicht besteht, ist raus. Die Feuerwehr sucht ständig Nachwuchs, damit sie immer genügend Personal am Flughafen hat. Sonst erlischt, ja, wir haben verstanden, die Betriebserlaubnis. Die Feuerwehr sucht Männer wie Frauen für 1.800 bis 4.000 Euro brutto im Monat. Reich wird hier keiner. Ein Brandmelder im Terminal 2 hat Alarm geschlagen. Ja, zumindest funktioniert unsere Brandfallsteuerung. Okay. Der Fall ist klar. Wunderbar. Sehr nett. Ausgelöst die Linie 3033, der Melder 7. Ausgelöst wurde der Linearmelder durch eine Hebebühne. Das heißt, alles kann nach Hause. So sieht's aus. Könnt ihr mal hier rüberfahren zu mir? Da muss ich nicht so laut schreien. Was jetzt folgt, ist für die Fensterputzer eine Lehrstunde in Sachen Brandschutz. Mit euch hat keiner gesprochen über diese Linearmelder, die hier drin hängen, oder? Nein. Das sind überall die Kästchen mit den grünen LEDs hier. Was bezwecken die? Das sind Rauchmelder. Das heißt, das da ist ein Sender, da drüben ist ein Reflektor, Sender, Empfänger. Und wenn ihr mit der Hebebühne da reinfahrt, dann löst ihr das Ding aus. Okay. Das heißt, wenn ihr hier arbeitet, dann muss die Anlage abgeschaltet werden. Jetzt fahren auch, wie man sieht, fahren jetzt auch die Rauchschutzvorhänge wieder hoch. Das muss euch ja eigentlich aufgefallen sein, dass auf einmal die Dinger hier runterfahren. Und vor allen Dingen ist es auf einmal laut geworden, oder? Dieses die Entrauchung ist das, ne? Der große Wendy. Zugchef Harald Trümpler drückt ein Auge zu. Den Einsatz gab es umsonst. Es geht zurück. Am Terminal 2 steht ein Simba-Wache. Ein Jumbo ist zwischengelandet, braucht Kerosin. Normalerweise müssen alle 400 Passagiere beim Tanken aussteigen, nicht aber, wenn die Feuerwehr da ist. Und in der Zeit, wo die Maschine dann aufgetankt wird, bleiben wir dann als Brandschutz hier, dass im Fall, dass was passieren würde, wir sofort dann die Hilfe einleiten können. Die Airline spart mit diesem Verfahren fast 2 Stunden an Zeit und kann somit schneller wieder starten. Zurück zur Wache. Während unserer Dreharbeiten werden die Männer in dieser Nacht 8-mal alarmiert. Schlafen unmöglich. 8 Uhr morgens. Schichtwechsel. Jetzt sind die Kollegen aus der zweiten Schicht dran. Für die nächsten 24 Stunden. Guten Morgen, Jens. Moin. Alles klar? Ja. Die Übergabe fällt kurz aus. Wieder einmal Großalarm. Wieder eine Notlandung. Die dritte in dieser Woche. Der Flughafen Frankfurt kommt nie zur Ruhe.
Es sei denn, die Betriebserlaubnis erlischt. Aber die haben die Männer der Flughafenfeuerwehr ja fest im Griff. Frankfurt Rhein-Main, Deutschlands größte Arbeitsstätte und mit 56 Millionen Passagieren Europas zweitgrößtes Drehkreuz. Eine Stadt, die niemals schläft und vielen Anwohnern schlaflose Nächte bereitet. Ein Blick hinter die Kulissen des Frankfurter Flughafens. Expedition Airport, der Thementag, heute in Dreisat.